connected. Die Bitches tanzen à la Figaro. Oh, yeah. Es ist Blackout, Shorty kriegt ein Blackout. Blackout, Blackout, Shorty kriegt ein Blackout. Moin moin ihr Landratten, was geht ab? Blackie ist am Start mit einem neuen Video für euch. Oh, Alter Junge. Ja, du bist auch ein bisschen laut. Heute mit einem Dual Drift Vlog. Mit dabei heute der liebe Harz Rider. Hallo. So, wir haben Grün. Grün. Können schon wieder einen Schnacken. Und wie ihr wahrscheinlich seht hier, ist das erste Video mit meiner neuen Lederkombi. Wupp, wupp. Endlich habe ich sie. Ich habe sie gestern abgeholt. Und das ist jetzt meine erste Fahrt wirklich damit. Und eigentlich ist es viel zu warm einfach. Harzi ist mich besuchen kommen heute und morgen. Und er fährt jetzt auch nur mit Jacke und Protektoren und so weiter bei der Hose und so. Und ordentlichen Schuhen. Weil ja, eigentlich... Ist das denn, Alter? Kennst du es nicht? Nee. Das kostet aber 300 Alter. Euro oder so, die zu fahren. Alter, das ist ja richtig geil. Genau. Genau, wie gesagt, du kommst ihn besuchen mit seiner schönen BMW. Falls er seinen Channel nicht kennt, checkt mal den Harz Rider aus. Und wie gesagt, ist eigentlich zu warm für Lederkombi. Und ich blende euch jetzt mal die Aufnahme von Harzi ein. Hallo, jetzt seht ihr mich aus dem anderen Blickwinkel. Und so sieht die Kombi aus. Ich habe hier jetzt noch so einen Beutel, den muss man sich dann wegdenken. Ich habe hier schön Blackout auf dem Ass stehen. Und natürlich auf den Armen und es sieht mega geil aus. Vor allem dieser goldene Strich, ne? Ja, ich finde die auch mega geil einfach. Gerade man sieht, dass es einfach die Kombi zu dir gehört und das ist richtig geil. Absolut, mega personalisiert. Und das Geile daran finde ich, dass sie auf der einen Seite halt, halt schlicht ist, aber auf der anderen Seite wieder gar nicht schlicht und super auffällig, ne? Ja. Und das ist halt mega geil. Ah, die frische Luft tut ein bisschen gut. So, ich steige jetzt nochmal ab hier, um die von der Seite mal zu sehen und so weiter. So sieht die jetzt aus. Ne? Hier hinten die Landratte drauf und so. Ich finde, die sieht mega geil aus. Zu dem Helm und so, zu den Handschuhen, zu den Schuhen. Es passt halt, es sieht gut aus, finde ich. Gerade das Goldene macht echt was her. Habe ich bei einer Lederkombi noch nie gesehen. Ja, und ich stehe halt auf diese goldenen Akzente. Ihr kennt das, ich habe den goldenen Pulli. Ich finde auch so, hier, ich habe ja den goldenen, goldschwarzen, hier, Schlüsselanhänger. Und dann auch so diese kleinen goldenen Akzente bei Sachen feiere ich einfach, ne? Und deswegen habe ich mir das so ausgesucht und ich finde es echt mega geil. Und das ist jetzt eine richtige GP-Kombi. Also diese Protektoren sind auch andersrum drauf. Warum, weiß ich nicht so genau. Aber halt die Oberflächen jeweils von der Kombi und vom Protektor sind andersrum. Ne? Also der Klett ist am Protektor. Und an der Hose ist das Gegenstück. Oder an den Ellbogen dann. Was ich ganz spannend finde. Aber dafür habe ich auf jeden Fall die richtigen GP-Schleifer. Ne, hier. Und die sollen wohl auch noch viel länger halten, weil das Ding ist, ich habe ja die normalen kleinen und bei einem Event schleife ich so ein Ding eigentlich runter. Ich weiß, man muss es eigentlich nicht machen, aber es passiert halt doch echt immer wieder, ne? Ah, da wollte ich fast rüber. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das mit den Dingern hier ist und wann ich die Teile mal einschleifen werde. Ich hoffe demnächst bald. Ich habe noch nicht so richtig die Spiegel herausgefunden, wie die funktionieren. Man kann die auf jeden Fall auch zur Seite wegmachen so. Das sieht auch ganz cool aus. Oh, jetzt ist er ganz tief. Oh, gleich verliere ich den oder so. Jetzt habe ich ihn mir, glaube ich, ganz abgedreht oder so. Oh, nee, bitte nicht. Ja, scheiße. Oh ja, der ist mega locker. Hast du Werkzeug dabei? Im Board? Nee, alles draußen. Scheiße. Oh Mann. Ich wieder. Wo kriege ich das denn jetzt fest? Ist ja irgendwo eine Werkstatt oder sowas? Oder ATU? Irgendwas nee. In die Richtung? Nicht, dass ich wüsste. Hauptsache, der vibriert sich nicht lose. Ich gucke ab und zu mal nach. Jetzt ist ja halt der rechte nicht zu gebrauchen. Was soll ich machen? Jetzt sieht es halt richtig behindert aus, ne? Oh Mann. Oh.
Tja, guck, will man das einmal zeigen, ist nicht richtig festgemacht, dreht man lose, ich Idiot. Vorführeffekt. Ja. Boah, aber es ist wirklich echt. Und da will ich jetzt nicht rumnerven und rumnörgeln. Ich habe mit HC vorhin noch drüber gesprochen, wie nervig immer die Leute sind, die sagen so, ja, es ist zu kalt und dann wird es mal warm und dann sagen sie, jetzt ist es zu warm. Aber es ist heute echt richtig heiß. Also zum Motorradfahren definitiv. Also wenn man noch eine Lederkombi anhat, ich glaube, das ist hier in der Großstadt echt Qual, ey. Ja, da müsste man wenigstens so aufs Land rausfahren und so. Und der Schein trügt, weil die Sonne scheint nicht, aber es ist trotzdem so schwül. Die Luftfeuchtigkeit ist so hoch, weil heute Abend soll es ja nochmal gewittern. Ey, das Schlimme in der Stadt ist ja immer, dass man so oft steht an den ganzen scheiß Ampeln und so. Das ist, boah, denn wenn man ja steht, das Bike ist ja über 100 Grad heiß, wenn die ganze Hitze auch noch hochsteigt. Boah, ne. Ja, deswegen lass auch mal auf jeden Fall hier vorfiltern. Weil wenn wir hier ganz hinten stehen, kriegen wir die Grünphase nicht mehr mit und dann flippe ich komplett aus. Ey, hier ist ja richtig Verkehrschaos heute. Ja. Geisteskrank. Also nee, sowas macht keinen Spaß. Auf jeden Fall freue ich mich schon richtig auf den nächsten Rennstreckentermin. Da werde ich dann genau so fahren, hier, mit Outfit und dem Bike und so. Deswegen habe ich es ja, wer das Video gesehen hat. Ich weiß gar nicht, ob man die Maschine schon in meinen Videos gesehen hat. Ich glaube gar nicht, so wie sie jetzt ist, oder? Nee. Dann werden sich die Leute bestimmt wundern, so, die jetzt nicht dir folgen. Ja. Das letzte Video war, da war so noch komplett original, wo ich damit mal in Hamburg war. Stimmt. Jetzt hast du richtig viel dran gemacht. Die Felgen sind richtig schön geworden mit den Felgenaufklebern. Wir haben richtig viele Carbon-Teile. Ne? Die sind auch richtig schön. Also mir gefällt das Design ja richtig gut. Ich würde vielleicht den einen oder anderen Sticker noch ändern, den du hast. Fahr mal da rechts vorbei. Ja klar. Das haben ja manche gesagt, manchen gefällt auch nicht der Handaufdruck. Ja, es ist halt alles Geschmackssache so, ne? Im Endeffekt ist es auch deine Entscheidung. So. Im Endeffekt muss es immer den Fahrer und Besitzer gefallen. Aber es ist auch ein Unterschied, ob jemand sagt so, ich würde das und das besser finden oder das sieht richtig scheiße aus. So, ja, weißt du? Natürlich. Das ist ja genau, wenn man halt einfach was, wie heißt es denn jetzt, wenn man jetzt was... Mir fällt das Wort nicht ein. Ich weiß auch nicht, was du meinst. Ja, Kritik. Wenn man Kritik abgibt, eine vernünftige, dann ist es ja auch in Ordnung. Aber wenn man sagt, ey, deine Karre sieht aus wie eine Bastardkarre oder so, ja. Na, dann... Ja, es ist immer eine Frage der Konstruktivität, ne? Genau. Junge, wie viel sich hier verändert hat, seit ich letztes Mal hier war. Wahnsinn. Ja, krass, ne? Die Hafen City ist richtig in Bewegung. Ja. Das ist doch die beste Kurve in Hamburg hier, oder nicht? Hör mal auf. Ja, geil, hier ist niemand. Ah, hier ist es. Aber der sieht aus, als hätte der Werkzeug. Ich frag den mal. Wendekreis von einem Panzer. Dieses Teil hier. Da steht am Bike, oder? Moin, du hast nicht zufällig Werkzeug, so ein Imbus, oder? Oh, das ist traumhaft. Mir fällt nämlich gleich mein Spiegel ab und ich habe leider kein Bordwerkzeug dabei. Wenn du mir da helfen könntest, wäre ich dir zutiefst verbunden. Ha, das ist sehr nett, vielen Dank. So, jetzt ist fest. Der andere ist aber fest. Sehr gut. Vielen Dank, das ist echt sehr nett. Sie haben mir einen Spiegel gerettet, wahrscheinlich. Genau. Vielen Dank. So ein bisschen asymmetrisch jetzt. Aber das ist okay. Ne? Jetzt muss ich den noch einstellen wieder. Dass ich auch irgendwas sehe. So. Super. Vielen Dank. Ich wünsche noch einen schönen Tag, ne? Dankeschön. Ja, hat doch super geklappt. Ja, mega. Oh, wo guckt mein Spiegel denn hin?
mal gucken, warte, dass ich den hier ein bisschen verstelle. Ne. Ich sehe nix. Alter, sieht das krass aus hier. Sehr gut, jetzt sehe ich was. Das ist super, denn Sicherheit geht vor. Absolut. So, da vorne versuchen wir jetzt noch mal einmal das Knie runterzubringen. Und dann ist die Kombi erst richtig eingeweiht. Jungfrau. Ja, genau. Hier würde es auch schon gehen, aber die Autos sind zu langsam. Wenn die mit 50, 60 fährt, dann würde das hinhauen, denke ich. Ey, es ist echt komisch, es ist ein komisches Gefühl in der Stadt. Oder wir sind ja jetzt nicht mehr genau in der Stadt. Aber, wie man sieht, Knie war auf jeden Fall unten. Ja? Links nicht, rechts ja. Okay. Weißt du, wie das bei Speedy da unten aussieht? Das sieht aus wie ein BMW-Logo. Der Kreis. Ja. Okay, da ist mein BMW-Logo weg. Hä, warum? Du hast es verloren. Ja, ist abgegangen. Okay. Ich hab zu Hause, es war ein neues, aber... Komm, einmal noch die Gerade. Machen wir einen kleinen Wheelie und dann beenden wir das Video. Wenn es euch gefallen hat, wäre ein Däumchen wie immer ein Träumchen. Ein Peace geht raus an alle, die schon Kanalmitglieder sind. Und sonst sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Macht's gut. Oh.